Leute, weiter geht's mit der Serie Anime Duelle und heute spiele ich wieder gegen CK Phoenix, um genau zu sein, Yugi gegen Rebecca. Für Yugi ist das Anime ja nicht ganz so gut ausgegangen. Ich hoffe, für mich geht es heute besser aus. Aber wie immer, dies ist ein Best of 3, bedeutet also, es wird eben 3 bzw. 2 Duelle geben. Und natürlich ist hier nicht alles zu sehen, bedeutet, ihr müsst rüber zu CK Phoenix gehen, wird am Ende natürlich auch verlinkt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt zum Deck. Bei Deck muss man natürlich sagen, dass wir hier die besten Karten von Yugi genommen haben. Natürlich hat Yugi eine Menge Karten, aber wir haben hier die besten genommen, denn wir wollen das bestmögliche Deck zusammenbauen. Wir sind auf 42 Karten gekommen und gucken das Ganze an. Wall, also Defense, Wall, Defense, Defense, Defense. Gute ATK. Wie gesagt, wir können hier Karten cutten, weil wir genug zur Möglichkeit haben. Deswegen Magnetkrieger hier nur eben Beta drin. Herbruch von Totenkopf, unschlagbar. Dark Magician, Royal, guter Grund, sie zu spielen. Dann Zerstörung, Suchen, Wand, ist typisch Yugi. Floaten, Wand, ist schwer zu outen. 1-1 Beatstick, das ist unser einziger wirklicher Beatstick. Gute Defense-Werte an sich und natürlich super guten Effekt. Gutes Tributmonster, gutes Tributmonster, gutes Tributmonster, gutes Tributmonster, mehr wollte ich nicht sagen. Kann sehr gut Command Special Summon. Dann unser Boss-Monster sozusagen, was natürlich quasi ein Brick ist, aber ich meine, nehmen wir mit. Und unser Mega-Boss-Monster Gandora. Ich hoffe, wir können das Ganze natürlich im Duell rufen. Und bei den Spells brauche ich nicht viel sagen, weil es sind sehr gute Karten, die Yugi gespielt hat. Ne? Schwerter, Übernahme für Tribut, ziehen, zerstören, reviven, ziehen, übernehmen, für Tribut, zum Zerstören, zum gute Karten suchen, wiederbeleben. Also ich glaube, ne, magische Zylinder auch eventuell vielleicht ein Game. Man kann ja theoretisch mal überlegen, die Karte rauszunehmen, jedoch, na, wenn der Gegner mal Zerstörung spielt, vielleicht. Kreis, auch super gute Karte hier in diesem Deck. Natürlich müssen wir hoffen, dass der Gegner keine Magier spielt. Und natürlich dann ein bisschen Verhinderung, starke Monster verhindern und nochmal gute Defense hier. Apparaten habe ich insgesamt hier nicht drin gespielt, weil sie einfach zu schlechte Werte haben. Und ich denke mal, wir haben genug Auswahl. Extra Deck ist irrelevant in diesem Fall. Ja, wir hätten theoretisch auch Chimäre spielen können. Aber ja, die Karten sind natürlich von Werten und so auch nicht so gut. Ja, das ist das Deck. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rüber ins Duell. Auf in die nächste Runde. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Yes. Okay, ich hab keinen Bock mehr. Ja, ja, dann würde ich mal Second gehen, beziehungsweise First, beziehungsweise, ja. Ja, cool, meine Kamera ist aus. Oh mein Gott! Hey, das war kein Joke mit meiner Cam. So, ich war best. So, wir sind wieder live und da. Let's go. Okay. So. Ah, Junge, das macht doch Bock hier. Das sieht doch gut aus. Ey, ich muss dich leider enttäuschen, ne? Aber meine Hand sieht auch wirklich gut aus. Oh nee, das ist ja. Aber hier, elegante Multi drin. Ja, okay, come on, das habe ich jetzt nicht, ne? Aber. So, was werfen wir denn schönes ab? Hier die beiden, warte mal. Erstmal hier ihn, Kollege. Aha. Bist du etwa einer der Gebrüder Paradox? Nee, deswegen werfe ich die auch ab. Und. und dann würde ich sagen. Ja. Zack. 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 Bitteschön. 2 Set. Mhm. Das ist natürlich stark. Ich sag mal so, ne? Was du kannst, kann ich schon lange. Dementsprechend fangen wir an mit Topf der Gier. Natürlich, wie soll's auch anders sein? Kannst du auch mal ohne sowas starten? Ja, kann ich, definitiv. So, und dann machen wir wie du. Okay. Interessant. Okay, aber er rastet komplett aus. So, dann mach mal. Ja, also, mach ich auch. Dachte schon, da kommt wieder MST oder sowas. Nee. Ich weiß gar nicht, ob du spielst. Also ich bin so ein göttlicher Tempel, du spielst im Wald, ey. Fällt mir jetzt das auf. Oh, stimmt. Ja. Ich hatte keinen Bock zu ändern. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Los, komm. Ja, zeige ich jetzt auch, denn ich opfere meine Hexe. Oha! Für Tribute-Set. Yo, was ist das? Labyrinthmauer oder was ist los hier? Ja, wer weiß. Hexe-Effekt hole ich mir. Ja, ich glaube tatsächlich Injektions für Lilly. Oha! Sowas spielst du? Ja, sowas spiele ich und du bist dran. Oh. Wehe, du hast jetzt Kartenzerstörung oder so, ne? So, ich würde sagen,
du hast einen Fehler gemacht, indem du Infektionsfehler Lilly geedit hast. Was? Und zwar, ich schwöre, die Hexe vom Schwarzen Wald! Oh, okay. Okay. Und wir gehen in die Battle Phase. Tun Sie das? Angriff! Dir ist schon klar, dass ich den gesettet habe. Kreis der Magier! Oh, okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist nicht schlecht. Tja, Infektionsfehler Lilly hast du leider die Hand hinzugefügt. Ja, aber du solltest wissen, dass ich noch mehrere Hexen vom Schwarzen Wald habe. Was? Du hast noch eine? Ja, ich habe 3 Stück davon. Okay, das ist wild. Boah, jetzt weiß ich nicht, was das will hier alles. Boah, ich muss ja. Was könntest du denn dagegen tun? Ja, ich kann halt jetzt abbrechen, ne, weil du die Monsteranzahl verändert hast. Aber. Ja. Machen wir so, komm. In die andere. Okay. Ja, ey, da liegt irgendwie eine Labyrinthmauer oder so. Soll ich da reinrennen jetzt? So, Effekt hier. Labyrinthmauern habe ich gar nicht. Ja, ich weiß, aber irgendwas Krasses muss da noch liegen. Du resettest ja nicht ein Tributmonster so ohne Grund einfach. Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. Das Problem ist, ich habe eine ziemlich gute Hand eigentlich, aber ich habe nichts Starkes so. Also ich kann nichts Krasses Tribut sammeln. Das ist halt so ein Problem. Tja, ich darf halt erst sehen, was du addest. Ja. Okay, jetzt gehen wir auf die Schiene. Oha! Was? Ja, was? Ich kann einfach Beigung von der Totenkopf suchen und so. Ja, 1, 2 Dev. Oh, das ist ja voll broken. Tja, Oh mein Gott, das ist lustig! Gandora! Also, nee. Schau mal lieber, nein. Ich würde sagen, mach mal! Und wie ich mache, das kannst du mir aber glauben. Ja, was kannst du denn gegen Gandora machen? Ja, erstmal, du hast doch eh Spiegelkraft. Oh nein. Ja. Ja. Ist okay. Okay. Ach Junge, die. Ja, die kann nix. Ist voll egal. Ja, okay, komm. Injektions für Lilly. Du hast eh Spiegelkraft, ich weiß es einfach. Und? Einmal 2000. Damage Step! Okay. Ey, ich hab mehr Life als du noch, so nicht! Das stimmt durchaus. So. ...3400. Das schmeckt doch. Komm, Pass. Was ist das? Okay. Okay, ja. Alles klar. Oh, das ist richtig interessant. Jetzt hör doch mal auf da hinten. Ja, guck mal hier. Einmal Schimmerdrache. Oha. Und dann stampfende Zerstörung. Was? Nein! Nein! Doch, auf die neue. Magischer Zylinder! Oh, der wäre so gut gekommen, ey. Der wäre richtig gut gekommen. Jetzt die Frage, hast du da einen 2000er Riesensteinsoldat oder sowas? Oder? Tja, man weiß es nicht. Ey, komm, ja, ich werde das bereuen, aber da liegt... Ja, komm, ich greife mit der an. Jetzt liegt da so ein Kurimo, ey, was liegt da? Ja, zahl doch 2000 Lesungen dafür! Nicht in diesem Leben! Einfach weggestallt, sag ich dir! So nämlich! Einfach mit Sangan stallt! Ja komm, muss ich ja angreifen. Ja, schade, was? Junge, was war das denn jetzt? Sangan Effecto! Okay. Wenn
gute Karte. Ey, nein, komm! Das ist doch scheiße! Was ist denn los, mein Lieber? Da kommt sogar Infektions-Lili auch nicht drüber, selbst wenn er nicht, wenn er durch Kampf zerschütteln könnte. Oh, interesting, interesting, interesting. So, aber. Ah, wir machen das mal so. Und so. Ja. Ja, wir denken, was da liegt. Tja, das Ding ist, mein Lieber. Vielleicht liegt es ja auch nicht da. So, wir machen jetzt erstmal auf ganz entspannt hier. Ja. So. Ich weiß, was da liegen könnte. Ja. Was für Angsthase hier. So, das ist doch Marshmallow. Ups! Natürlich ist er das. Ja, komm, so. Musste. Alles klar, ja. Selbst wenn ich geblufft hätte, ich habe mir überlegt zu bluffen, aber du fällst ja nicht mal drauf rein. Also, du gehst ja trotzdem rein. Ja, aber wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wenn er nicht liegen würde. So, guck mal, jetzt hier. Ich füge deinen Gegner 500 Schaden zu. Ey, was machst du jetzt denn hier? Machst du jetzt diesen oder was? Ja, natürlich mache ich diesen. Was soll ich denn sonst machen? Ja, aber willst du dich verarschen? Also, den hat sie eigentlich nicht im Anime gespielt, aber ich brauchte einen Ersatz für Kanonensoldat, also habe ich ein anderes Monster, was 500 Schaden. Jeden macht. Face macht! Wer? So, mein Lieber. Jetzt ist er vorbei. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie ist denn jetzt? Vor einiges Begräbnis! Auf? Da, bitte schicke. Ja, mach mal. Ja, und wie ich das mache, hä? Als ob. Sag mir das, Girl! Yes! Ja, das freut er sich jetzt so. Jetzt kommt. Was? Battle Freeze! Ja. So viel in Aktion. Ach komm, Digga. Und dann noch Infektionsfehl Lilly. Aber mein Lieber, du hast vergessen, dass ich wütender Raumtyphoon bin. So. Ach komm. Ja, dann kannst du angreifen. Ja, eigentlich muss Infektionsfehl Lilly angreifen. Ja, oder den, der burnt, ne? Ja, ja, eben, das ist das Problem! Okay. Zylinder ist raus, das ist schon mal eine gute, relevante Information. Zylinder war echt gut. Stell dir vor, du hättest jetzt schon Zylinder kassiert, da wärst du ja schon richtig runter von Lebenspunkten. Ja, das ist echt krass. So, dann machen wir mal. So. Ach, Digga. Ey, come on. So. Was? So. Du bist so räudig. Kommt was? Warum bist du denn so zu mir? ja, komm. So, 2002. Einmal kann ich noch. Aber nur einmal, dann bist du auf 300. Ja, das wäre kritisch. Also dann würde Hinotama reichen. Das ist richtig. Das ist richtig gut. Puh, ich sag dir, wie es ist, ne? Ist gar nicht so leicht für mich. Ich habe erstmal Angst. Ich möchte jetzt eigentlich sehen, was du gern unter deinen verdeckten Karten. Ah, ja, okay. Bitteschön. 2000, 3000. Okay, well. That's pretty good. Vielleicht bin ich dazu. Okay. Ach guck, ich sag doch Labyrinthmauer! Lag genau richtig, das ist genau die Stats von Labyrinthmauer! Ja, aber es ist nicht Labyrinthmauer, es ist Millenniumsschild. ja. Machen wir jetzt. Ja, ich würde sagen, wir haben ein Problem, ne? Ja, wir sind hier so ein bisschen in einer Situation gerade. Findest du? Oh, das ist interessant. Ich hab sogar theoretisch noch einen Plan, aber.
Das ist sehr theoretisch und braucht sehr viel Setup. Sehr viel. Was? Also Endlevel viel. Was? Okay, da habe ich jetzt Angst. Muss ich mir überlegen. Okay, dann rein da. Rein da. Oha, okay. Ist gewagt. Was kommt jetzt? Tribute Summon? Muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kommt jetzt. Ich beschwöre mein Bossmonster! Oh nein! Ja! Gandora Effect! Siegel von Amerikaikos! Battleface! Battle das Duell! Alter! Ey, nein! Oh yeah. Ich merke so langsam, dass es wirklich Anime-Duelle sind. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch diese Duellreihe gefällt. Und natürlich gucken wir jetzt an, welchen Charakter wir nächste Woche spielen. Natürlich wollen wir jetzt natürlich nochmal gucken, welches Deck ich nächstes Mal spiele, beziehungsweise welchen Charakter. Und ich drücke Spin! Let's go! Und was willst? Und? Oh yeah! Was kommt? Was ist es? Knapp an Yugi Boy vorbei zu Marek. Ja, ich hab's mir an der Lache schon gedacht. Ja, nehme ich, definitiv, nehme ich mit. Da kann ich auf jeden Fall mal die böse Seite auspacken. Wie immer, wenn ihr das Match sehen wollt von heute noch, geht rüber zu CK Phoenix, wird auch am Ende verlinkt. Und ich wünsche euch natürlich jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer, viel Spaß beim Duellieren.